Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 15.06.2020, den Beginn der Verfallswoche. Und ich denke, wenn hier die Jungs und Mädels den DAX nochmal ein bisschen angestoben kriegen, der kann ja mal Spaß machen in der neuen Woche. Also ich denke schon, wir haben eine schöne Ausgangslage, um dann nochmal ein bisschen Bewegung zu sehen. Von daher die glücklichen, strahlenden Gesichter hier. Ich hoffe, so sind sie auch, wenn sie jetzt das Video gucken und sich auf die neue Woche freuen. Bevor wir zur neuen Woche kommen, einfach nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Das ist jetzt auch im Chat, das war die letzten Tage immer mal wieder, jetzt kam auch übers Wochenende zwei wieder per Mail an. Ich werde genötigt, aktuell nochmal drüber nachzudenken, ob ich denn wirklich nicht einfach nochmal einen Live-Seminar machen möchte. Und für mich war ja der Entschluss gefallen, dass wir das nicht mehr machen, dass wir das versuchen, per Online-Kurse abzubilden. Wer bei uns in der Community angemeldet ist auf money-monkeys.com, der sieht, dass der Reiter immer noch leer ist. Ja, die Kurse lassen auf sich warten. Es ist doch etwas mehr Arbeit, als ich das erwartet und gedacht habe, weil ich das natürlich auch schön machen will, will das nicht unbedingt perfekt machen, aber es soll schon meinen Ansprüchen auf jeden Fall gerecht werden. Und es zieht sich alles ein bisschen in die Länge und ich denke, ich werde mich dem Druck jetzt beugen und einfach nochmal eins machen. Ich denke, ich werde es nicht oft an die große Glocke hängen müssen. Es haben schon sehr, sehr, sehr viele angefragt gehabt, die sich einfach schon im Vorkost, obwohl es noch gar keins gab, schon gemeldet haben. Ja, ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn dann doch. Ich möchte es deswegen einfach hier nochmal erwähnt haben oder einfach mal erwähnen. Ich denke, wir machen eins. Ich plane den 26. bis 27. September momentan an. Ich habe aber noch keine Bestätigung vom Intel. Das muss ich jetzt alles erst noch erfragen. Wenn Sie aber Interesse haben am Seminar, wenn Sie einfach sagen, okay, ja, Kurs ist schön und gut, aber persönlich sich mal sehen, ist doch was anderes und das ist es ja auch halt. Ne? Das geht mir ja auch so. Ich sehe ja schon alleine, wie Sie Fragen stellen, weiß ich ganz genau, wo Ihre Schmerzpunkte liegen halt, ne? Wo sind Ihre Fehler, die Sie häufig machen, ne? Und was ist das, was Sie eigentlich behindert oder daran hindert, da irgendwo weiterzukommen. Das hört man schon alleine an den Fragen raus. Und von daher kann ich das schon gut verstehen. Ich möchte es dann deswegen aber trotzdem so machen, dass man dann die jetzt auch vor Ort kommen, dass man dann sagt, hey, pass auf, wenn dann die Kurse dann doch irgendwann im Internet fertig sind, dann kriegst du da halt auch deinen Zugang. Sprich, wer dann jetzt vor Ort mitkommt, bekommt dann auch den Zugang zu den Kursen, wenn dann kostenpflichtige Kurse auch mal bei uns mit auf der Seite fertig sind, die dann so ein Seminar ja letztendlich abbilden sollen. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass man das dann quasi überhelfen. Und wer da jetzt Interesse hat, machen Sie sich irgendwie bei mir bemerkbar. Ich schreibe Sie dann mal mit in meine Liste drauf. Machen das ein bisschen anders wie die letzten Male. Ja, also meine Interessentenliste ist eigentlich fast voll. Ich denke, mit dem Aufruf werden wir es dann auch voll kriegen. Und dann können wir das auch relativ ohne großen Trubel einfach durchmachen. Ich melde mich dann bei euch und dann klären wir den Rest. Ja, macht euch irgendwie bemerkbar oder schreibt mir eine Mail an martin.naik@money-monkeys.com. Und ja, dann klären wir alles Weitere. Und wer da Fragen hat, ja, machen Sie sich irgendwie bemerkbar. Ich finde Sie schon, ich sehe Sie schon. Oder kommen Sie zu uns, schreiben Sie im Chat auf unserer Seite oder wo auch immer. Ich denke, wir finden zueinander, wenn Sie das wollen. Und dann soll das dazu auch schon wieder gut sein. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gar keine mehr machen, aber ich sehe es ja halt auch. Die Nachfrage ist halt da. Es wollen so viele und es sagen so viele Menschen, kommen und mach doch und persönlich ist doch schöner. Und ja, dann machen wir noch eins, aber für die Zukunft möchte ich das trotzdem anders aufbauen und anders haben. Und das mit dem Seminar. Ich möchte jetzt einfach über die Kurse. Ich denke, ich kann da mehr mitmachen und ich habe da auch schöne Ideen. Also ich glaube, die wären wirklich gut, aber ich sehe halt auch, seit Mitte März sitze ich jetzt dran und den Fortschritt, den ich da gemacht habe, naja. Das wird wohl dann auch noch ein paar Monate dauern, bis das fertig ist. Das ist leider so. Und ja, bis dann helfen wir uns halt anders jetzt erstmal. Gut, Freunde. Dann gucken wir mal kurz auf den DAX. Der, ja, was soll man sagen? Perfekt. Ja? Perfekt wäre es gewesen, wenn er unsere Lisa hier unten nicht ausgestoppt hätte. Ne? Wir waren hier unten reingegangen. Schon am Donnerstag sind wirklich hier unten wirklich fast. Also wirklich fast genau am Tagestief ausgestoppt worden. Da hatte ich schon zu den Leuten geschrieben: Hey, Vorsicht, bitte, bitte, bitte aufpassen, das könnte jetzt hier gleich ein bisschen komisch werden, weil er ja eigentlich dann immer da hochzieht. Genau, also die Zeit hat dann auch. Das war das schlechtes Timing einfach gewesen. Der war einfach,
waren zu zeitig eingestopft worden. Das hat da noch nicht gepasst. So, und hat man dann auch geschrieben, hey, die Leute sollen aufpassen, dass sich jetzt da jetzt nicht ärgern und irgendwelchen Mist mitmachen, weil wahrscheinlich jetzt genau unser Setup abläuft, aber uns eben ausgestoppt hat. Ja, ist jetzt auch genauso gekommen, ne? Der ist schön hochgelaufen, der hat hier oben die 12.150 gemacht, hat sich 12.150 runtergedreht, ist dann hier auch auf die 11.900 nochmal zurück. Also eigentlich insofern ein Tag, der hat gut gepasst. Oben hätte ich ihm auch zugetraut, dass er weitergeht. Gerade war er auch an der 1,50, das sah wirklich stabil aus. Also, das hätte mich nicht gewundert, wenn es den noch ein bisschen höher gezogen hätte auch. Hatte aber nicht, und das müssen wir für uns jetzt auch werten, weil besonders stark ist das jetzt eben nicht, dass man schon gleich am ersten, und das ist der erste Punkt gewesen, den wir hier hatten, ne? Die 12.150 war der erste Rücklaufpunkt, der zweite war 12.330 und der dritte war hier um die 4.65. Und er ist gleich beim ersten relativ deutlich auch wieder eingeknickt, Fahrt rausgenommen, umgekippt, zum Arm dann wieder deutlich heruntergegeben. Also, das ist jetzt nicht so ganz so überzeugend, das muss man schon so sagen. Deswegen würde ich jetzt für den Montag auf jeden Fall auf der Unterseite auch noch ein bisschen Risiko einplanen. Muss nicht sein, dass der jetzt hier komplett wegraucht. Aber ich denke, ein bisschen tiefer sollte man schon mit anzählen. Vielleicht eine 6,50 könnte ich mir hier noch vorstellen. Dass man einfach hier unten nochmal das Band abholt. Ne? So in die Richtung. Machen wir mal so hier. Dass er einfach ein bisschen schwächer vielleicht reinstartet. Es ist nicht gewiss, es ist nicht garantiert, aber es würde mich halt jetzt auch nicht verwundern. Der Kerl jetzt hier nochmal runterdrückt und dann müsste man hier gucken, wie verhält das sich. Geht er jetzt hier auch tiefer? Rechne ich dann schon damit, dass wir hier auf 4,30 gehen. Gehen wir unter die 4,30, gehen wir auch noch tiefer. Das bleibt eigentlich dabei bei der Einschätzung, die wir gestern hatten, beziehungsweise die wir für den Freitag hatten. Ne, hier nimmt dann zunehmend das Risiko auf der Unterseite einfach zu, also auch unter der 900. Unter der 900 kann man eigentlich schon sagen, zum Montag ist schon ein bisschen mehr Abwärtsrisiko zu nehmen. Muss allerdings ein bisschen mehr seitwärts einplanen. Das hat man auch an den Kerzen gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie auch auf sowas achten. Mir ist es immer recht wichtig, wie die Kerzen so von der Bewegung her sind. Ich bin ja jemand, der trotz, dass ich ins Orderbuch auch gucken kann, das nicht, also ich sehe für mich den Vorteil nicht, ich erkenne ihn nicht, und ich kann es nicht profitabel für mich anwenden. Das ist einfach so halt, ne? Ich gucke doch rein. Ich habe ja selber auch einige Seminare bei Leuten gemacht, die nach sowas arbeiten, die das quasi als ja die ultimative Waffe und tausendmal besser als charttechnisch bezeichnet. Wollte ich mir immer mal angucken, weil ich ja diese Zugänge habe, reingucken kann und immer für mich gesagt habe, also was soll man da erkennen halt, ne? Dazu nach den großen Orders zu gehen und so weiter, die sind so schnell wieder weg. Da bin ich schon ein paar Mal echt böse auf die Nase gefallen und irgendwann habe ich gesagt, komm, guckst du gar nicht mehr rein. Und ich finde, in den Kerzen sieht man das viel schöner, wie die hoch und runter laufen halt. Und das war auch hier der Fall. Wir haben es auch im Premium-Dienst, haben wir es auch geschrieben, ne? Muss man aufpassen, weil die Kerzen halt einfach, die werden so nur gezogen halt, ne? Da ist kein nicht wirklich Volumen dahinter. Die machen zwar viel Strecke, aber die werden nur gezogen. Da ist nicht wirklich Umsatz mit dahinter und das ist häufig ein Zeichen für seitwärts. So, und das kam dann auch. Ne? Er hat dann hier fast 6 Stunden noch zur Seite geschoben. Und wenn das jetzt zum Montag auch so bleibt, würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass er jetzt hier nochmal trenden muss halt. Ne? Vielleicht hackt er hier unten nochmal die 6,70, 6,50 ein und tüdelt sich dann hier so unterhalb der 12.000 einfach zur Seite rein. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen zum Montag. Das würde vielleicht sogar auch reinpassen. Geht da aber tiefer, ne? Und damit tiefer meine ich wirklich dann so die Bereiche unter 6,30. Da ist für mich dann so ein bisschen Risikogebiet, wo dann auch ein bisschen der Druck zunehmen dürfte halt, ne? Wo dann wirklich auch Druck reinkommt, Umsatz reinkommt, wenn die Leute halt echt nervös wären. Die oben Longs verpasst haben, rauszunehmen. Die vielleicht oben verpasst haben, Short rauszugehen, weil sie gedacht haben, die 13.000 kommt noch halt, ne? Also das ist schon ein großes Völkchen auf beiden Seiten, die man oben ein bisschen, naja, geprellt hat, dadurch, dass er hier aus unserer Verkaufszone schon so schön runtergedreht ist. Ne? Und deswegen würde ich schon denken, also runterzu dürfte noch ein bisschen der Druck zunehmen. Wir haben eine extrem schlechte Wochenkerze drin stehen, nach einer extrem guten Wochenkerze. Auch das birgt natürlich Potenzial, dass da noch nach unten was rauskommt. Ne? Wir haben nach unten die Lunte im Wochenchart, die ist nicht so groß geworden wie gedacht. Da hatte ich ein bisschen Respekt. Da haben wir ja gestern, nee, am Freitag drüber gesprochen. Oder am Donnerstag für den Freitag haben wir darüber gesprochen, dass wir gerne den Freitag noch abwarten wollen, wie der denn jetzt vom Verlauf her wird. Ne? Und
für unsere Wertung. Und ich hatte schon ein bisschen, naja, unter Verdacht, dass der DAX auch relativ steil zurück kann. Ne, dass er vielleicht auch über die Niveaus hier hinwegläuft, 3,30, vielleicht sogar die 4,65, dann hätte es nämlich schon ein bisschen anders ausgesehen. Aber die Wochenkerze, die gibt uns schon noch Möglichkeiten nach unten. Es ist aber auch eine Verfallswoche. Das darf man nicht vergessen. Und Verfallswochen sind immer ein bisschen eigen halt, ne? Die haben manchmal nicht unbedingt die beste technische Begründung in der Bewegung, haben oft sehr, also was in Verfallswochen sehr typisch ist, ist, dass kleine News mächtig vergewaltigt werden. Ne? Da kommt eine kleine News und Leute denken sich, beziehungsweise Leute denken sich nicht, was heißt Verfall? In der Verfallswoche verfallen Terminprodukte. So, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe ein Vermögen von, oder ich verwalte ein Vermögen von, lassen Sie es 500 Millionen Euro sein und ich habe ein paar Optionen drinstehen. So, ich habe noch genug Cash in der Tasche, um zu sagen, okay, ich kann jetzt hier locker nochmal 50 Millionen in die Hand nehmen, um mir vielleicht andere 100 Millionen Gewinn zu sichern. Dann versuche ich natürlich meine Position auch irgendwo ein bisschen zu beeinflussen, ne, und zu begünstigen. Ziehe vielleicht Käufe vor, die ich eigentlich erst nächste Woche machen wollte. Oder Verkäufe vor, die ich vielleicht erst nächste Woche machen wollte. Einfach um meine Aktienposition hier noch ein bisschen oder meine Optionen hier noch ein bisschen zu begünstigen. Oder auch meine Futures. Ganz egal, was ich gemacht habe. Deswegen sieht man häufig, dass wir ruckartige Platzierungen haben und die meisten wissen halt das beste Momentum und meisten Bots mit im Rücken bekommen sie, wenn sie auf die News gehen. Ne? Und dann sieht man häufig, dann kommt völlig unbedeutende kleine News und der Markt macht einen riesen Sprung. Ja, und da muss man Verfallswochen immer ein bisschen aufpassen, weil dort einfach gerne die Bewegung dann untergemischt wird halt. Ne? Und dann wissen die Leute, okay, wenn sie da reingehen und in News, dann denken die Leute, ach Gott, das wird aber schlimm. Und dann kommen ganz viele hinterher. Und dann haben die Leute nicht so großes Risiko auf ihrer Position halt, ne? Deswegen wird sowas gerne gemacht. Gut, also das gilt für die ganze Woche, müssen wir jetzt ein bisschen mit im Blick haben. Es ist eine große Verfallswoche, ne? Es verfallen gleich drei Sachen am Freitag dann. Deswegen nennt man den Tag dann auch Hexensabbat. So, okay. Also unten, das ist denke ich klar. Oben würde ich sagen, alles, was über das Tageshoch vom Montag hinausgeht, ist dann schon sehr bullig zu werten, weil es direkt einen Konter gibt. Eigentlich eine Konter unserer negativen Vorlage hier, die wir ja durchaus haben. Und dann würde ich schon sagen, Ziel erstmal 4,65. Das ist erreichbar zwischen Ziel 12,330, 12,300. Würde aber eher denken, dass wir dann das Gap zumachen und von dort gegebenenfalls schon wieder nach unten drehen halt. Ne? Aber auf jeden Fall wäre es bullig zu werten, wenn der Markt über diese 12,150 hinwegsteigt. Das wäre bullig, ne? Weil es auch entgegen der Wochenkerze ist. Also da muss man schon aufpassen. Okay, gut. Damit haben wir den Montag soweit erstmal im Blickfeld, können nochmal in den Tagesschart reingucken. Die Kerze ist relativ klein, es ist eher mehr eine Unsicherheitskerze, es ist eine Inside-Kerze vor allen Dingen auch. Sie ist innerhalb des vorherigen Tages abgelaufen, es ist keine Konterkerze. Sind wir mit dem Tagesschluss jetzt nicht hier über die 12.300 zum Beispiel gegangen. Wenn wir sowas bekommen würden, Tagesschluss über 12.300, wäre eigentlich ein Kaufsignal Richtung 13.000, 13.100 und vielleicht hier oben Gap Close 13.550 oder was das hier ist. Schluss 13,560. Ja, da haben wir noch ein offenes Gap. Kriegen wir jetzt hier einen schönen fetten Tagesclose hier oben, wäre das dann schon ein kleines Kaufsignal. Ein Konter wäre es letztendlich. Denn Stochastik ist auch stark wieder runtergekommen. Wir sind auf dem mittleren Band aufgelaufen. Das heißt, nach oben muss der Markt jetzt aufpassen. Ne, auch wenn er zum Beispiel nur langsam hochrutscht, ist völlig egal. Es ist wirksam. Ne, da können Sie untergeordnet eine Flagge sehen, wie Sie wollen, ein Dreieck, was auch immer. Der dreht ihn aus dem Tageschart dann das Ding wirklich, das dreht ihn ins Genick um. Da muss man dann aufpassen, oberhalb 12.330 oder 300 per Tagesschluss, das reicht schon. Und er hätte zumindest technisch wieder eine ordentliche Vorlage nach oben rauszurennen. Richtung 13.000, Richtung 13.560. Ja, ansonsten unterhalb, sobald uns die lange Kerze hier nach unten umgeklappt wird, sobald wir einen Tagesschluss unterhalb des Tagesschlusses bekommen, den wir hier am Donnerstag hatten, wäre das dann ein Verkaufssignal. Also unterhalb von 11.800 würden wir Verkaufssignale bekommen Richtung 11.430 und ja, sogar im Bereich um 11.150 rum. Hier einmal so in die Mitte rein von dem Geschlage hier, kann auch ein bisschen tiefer werden.
Aber so 12,150, dann sollte dann auch das mittlere Bolling, das untere Bollinger Band hier rankommen. 11,40, 11,150. Das wäre ein Ziel, wenn wir unter 11,800 per Tagesschuss fallen. Also auch aus dem Tageschart raus kann man hier schon ein kleines Long- und ein kleines Short-Szenario mit ableiten. Und dann gucken wir mal. Na, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir uns zum Montag nochmal nach unten rauslegen und dann zum Dienstag schlagen oder er rennt zum Montag schon ordentlich Strecke, macht dann erstmal zum Dienstag wieder ein bisschen Pause, fällt zum Montag, zum Mittwoch und Donnerstag dann nochmal ein bisschen. Na, also das wäre jetzt auch nicht untypisch, wenn er sowas hier macht. Ja, so. So. Das wäre nicht untypisch, würde auch in den Chart reinpassen. Und dann könnte er sich hier schon wieder stabilisieren und dann wird er wahrscheinlich entscheiden. Macht er jetzt eine Rallye zur US-Wahl hin oder kriegt man hier nochmal richtig, richtig Stress rein? Ja. Gut, okay. Schau mal, was kommt. Risiko liegt meiner Meinung nach eher auf der Unterseite. Und deswegen achten Sie schön auf die 1,50 oben, weil wenn die Erwartung nach unten geht und er steigt, ist das Überraschungsmomentum definitiv oben auf der Oberseite. Ja, und da muss man dann aufpassen, weil das knallt dann manchmal halt schon ordentlich. Okay, gut, Freunde. Also, das dann dazu. Seminar, wie gesagt, melden Sie sich irgendwie, wenn Sie mit teilnehmen wollen, wenn Sie die Chance nochmal nutzen wollen, das irgendwie persönlich auch zu haben und eben nicht per Kurse. Das nächste Seminar wäre dann ja erst wieder im Februar und bis dahin habe ich die Kurse dann aber auch auf jeden Fall fertig. Also, das denke ich schon. Von daher wird es das dann auch definitiv gewesen sein und in der Form. Ich möchte es halt dann auch einfach nicht mehr mit anbieten. Ich denke, das kriegen wir so besser hin. Und um den persönlichen Aspekt mache ich mir noch Gedanken. Machen wir dann irgendwann mal eine Grillparty für Money Monkeys. Hatte ich gestern schon in den Chat geschrieben oder Freitag. Da kann dann jeder kommen, der hier auch die YouTube-Videos guckt oder sowas. Da irgendwas findet man da. Aber das wird ja auch erst in Corona-Zeiten definitiv nichts. Da müssen wir dann auch erst, das wird ja frühestens nächstes Jahr, irgendwann im Spätsommer, können wir sowas mal anpeilen. Eine kleine Grillparty oder sowas. Aber das fetzt bestimmt auch. Können wir ein paar Setup-Reden fertig machen von Teilnehmern oder was? Kann jeder mal sein Setup vorstellen. Und ansonsten wird einfach nur gegrillt und getrunken. Und das fetzt bestimmt auch. Mal gucken. Das wird schon gut. Ich habe viele Ideen, wie man noch alles besser und schöner machen kann. Gut, Freunde. Also, ja, dann viel Erfolg damit. Rocken Sie zum Montag, machen Sie ihn kalt, holen Sie sich ein paar Punkte. Und ja, viel Erfolg. Bis dahin. Tschö.